Im heutigen Video zeige ich euch, was ihr tun könnt, um einen komplett verwilderten und verwahrlosten Garten mit Brombeergestrüpp, mit Wurzeln, Bäumen und allem, was dazugehört, in Gemüsebeete umzuwandeln. Und zwar zum einen mit Kleingeräten und viel Handarbeit wie Spaten, aber auch mit größeren Maschinen wie Fräsen und den jeweiligen Vor- und Nachteilen. In einem Video im letzten Herbst hatte ich ja schon gesagt, dass ich meine Gartenfläche, meine Beetfläche praktisch verdoppelt. Also nochmal 200 Quadratmeter hier auf dieser Seite. Die Parzelle wurde die letzten Jahre so gut wie gar nicht genutzt, mit der Konsequenz, dass ich hier überall Brombeeren, Brennnessel, Holunder, eine Weide, kleine Walnussbäume ausgebreitet hatten. Also ganz weit entfernt, dass man den als Nutzgarten verwenden kann. Jedenfalls so, wie ich mir einen Nutzgarten vorstelle. Nochmal der Hinweis, ich will hier einen relativ naturnahen Garten machen, aber naturnaher Garten heißt nicht, dass man einen Garten verwildern lässt. Was ich bis jetzt gemacht habe, erstmal mussten die Bäume weg. Klar, es tut mir immer leid, einen Baum zu fällen. Das habe ich händisch mit einer Säge gemacht. Die Wurzeln sind noch drin, da muss ich mich später drum kümmern. Dann alles an Brombeeren und Vegetation, so gut es geht, abgesägt oder abgeschnitten und dann auf zwei großen Haufen gesammelt. Dann habe ich so ziemlich alles an Müll zusammengesucht, was hier rumflog vom alten kaputten Gartenstuhl, das Tomatenhäuschen, was hier stand und schon halb vermodert war und was Leute sich so in den Garten stellen. Den Aufruf habe ich im letzten Herbst schon gemacht. Bitte überlegt euch gut, was ihr euch in den Garten so als Zierde, als Deko, als Upcycling-Projekt reinstellen wollt. Man sieht immer mal wieder, dass alte Möbel aus Pressspanen genommen werden. Die sind so weiß beschichtet und so. Mit der Zeit, es löst sich alles auf und ihr wisst nicht, was da an Chemikalien in den Boden rein gelangt. Also lieber Sachen aus Stein, aus unbehandeltem Holz verwenden. Da ist dann hinterher auch die Entsorgung einfacher. Das Entfernen der oberirdischen Teile bringt zwar schnell einen optischen Erfolg, aber gefühlt 80% der Arbeit liegt im Entfernen der Wurzeln. Und gerade bei solchen Sachen wie Brombeeren, aber auch anderen Pflanzen, ist das gar nicht mal so einfach. Und da sollte man schon die richtige Methode bzw. das richtige Werkzeug haben. Und mein bester Freund bei dieser Arbeit war tatsächlich mein Spaten. Das ist ein besonders schweres Exemplar. Hat zwar hier diesen Kunststoffgriff, der ist aber noch mal komplett mit Glasfasern gefüllt. Also ich habe es nicht geschafft, dass der irgendwie splittert oder reißt, was ich mit einem Holzgriffspaten schon mehrere Male geschafft habe. Und gerade durch die Schwere kann man natürlich Wurzeln durchhacken. Ein anderes Werkzeug ist diese Wiederhopfhaue. Die habe ich mir bei Marcel ausgeliehen. Das ist ein geschmiedetes Exemplar. Die hat auf der einen Seite hier dieses Stück, was wie eine Axt verwendet wird, und auf der anderen Seite das Stück, was man wie eine Hacke verwendet. Also man kann zum Beispiel um die Pflanze erstmal das Erdreich entfernen, sieht dann die Wurzeln, kann es entweder direkt hiermit weghacken oder, wenn es was Dickeres ist, hiermit. Das Problem bei Wurzeln ist, dass die Wurzeln von verschiedenen Pflanzen sich unterschiedlich verhalten. Gerade Wurzeln wie die von den Brombeeren haben die unschöne Eigenschaft, dass, wenn ein Stück im Boden bleibt, sich hier ein neuer Vegetationspunkt bilden kann. Das heißt, die treiben dann neu wieder aus. Aber hat man die Fläche gelockert und dann ist es im ersten Jahr nicht so das Problem, wenn man sieht, da kommt was aus dem Boden, das einfach rauszuziehen. Ich bin da zuversichtlich, dass ich das schaffe, aber wie gesagt, da muss eine ganze Menge Arbeit noch reingesteckt werden und ich bin sehr gespannt, wie viel. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie schwierig es ist oder auch nicht schwierig, so eine Brombeerwurzel zu entfernen. Hier ist so ein Prachtexemplar. Zum Glück ist der Boden relativ weich hier. Das Ziel sollte es natürlich sein, so viel von dieser Wurzel auf einmal aus dem Boden zu holen. Wenn das nicht geht und einfach zu groß ist, dann mit der Hacke hier, mit der Wiederhopfhacke,
einfach Stücke, Ausläufer durchmachen. Ihr seht hier, einige Wurzeln wurden durchgetrennt, die sind noch im Boden, aber zum einen hoffe ich, dass die nicht alle neu austreiben. Zum anderen wird auch hier der Boden nochmal gelockert und Sachen, die dann neu austreiben, die haben dann natürlich nicht erstmal so eine fette Wurzel hier, sondern irgendwie nur so was Kleines. Und das kann man dann relativ einfach aus dem Boden ziehen. Über den Winter habe ich sehr viel Zeit und Arbeit darin investiert, die Brombeerwurzeln, aber auch andere Wurzeln per Hand, also mit dem Spaten, hier aus dem Boden zu holen. Und ich finde, das hat sich gelohnt, denn was einmal aus dem Boden raus ist, ist ein Gewinn. Trotzdem stand ich vor einigen Tagen hier vor und dachte, oh, das kriegst du diese Saison alleine nicht hin. Deshalb habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt. Gestern waren zwei Profis da mit einer Fräse, mit einem Häcksler und das hat mich wirklich um Wochen oder Monate nach vorne gebracht. Auch mein Tipp an euch, wenn ihr merkt, ihr seid überfordert mit sowas, holt euch Hilfe. Sei es von Maschinen zum Ausleihen oder von Leuten, die euch helfen. Eine ganze Gartensaison vorher anzufangen, hat auf jeden Fall sehr viele Vorteile und verhindert auch so ein bisschen, dass das so ein Projekt im Frust endet. Meine größte Befürchtung war, dass die Fräse oder der Häcksler nicht durch dieses kleine Gartentor passen, aber bis auf 1 Zentimeter hat es genau durchgepasst. Das war echt Glück. Ansonsten hätte man den Zaun aufmachen müssen, was wieder zusätzliche Arbeit ist. Und so wurde gestern hier eine ganze Menge gearbeitet. Draußen zieht ein Orkan auf und ich habe mich mal hier in den Folientunnel verkrümelt, in der Hoffnung, dass hier die Windgeräusche nicht so schlecht sind. Und nutze den Platz hier, um einfach mal über die Vor- und Nachteile von Fräsen zu sprechen. Und darüber habe ich auch gestern mit den zwei Leuten mich lange unterhalten. Vorteile, ganz klar, man ist sehr schnell fertig. Die körperliche Arbeit, vor allen Dingen über die Zeit, hält sich in Grenzen und man kann auch mit verdichteten Böden gut umgehen. Nachteilliste ist ein bisschen länger, vor allen Dingen, wenn man sowas noch nie gemacht hat oder man überlegt, kauft man sich jetzt eine Fräse. Dann erstmal beim Kauf, was für eine Fräse, nimmt man eine normale, nimmt man eine Umkehrfräse, da sollte man sich schon mal beraten lassen, taugt ein günstiges Gerät was oder wie viel muss man investieren. Alternative natürlich immer das Mieten. Dann, wenn man so ein Gerät hat, kommt man mit der Wartung zurecht. Und die Bedienung selber ist auch nicht so einfach wie bei zum Beispiel einem Rasenmäher, wo man zwei Hebel oder sowas hat. Da ist schon eine ganze Menge an Technik dran und auch eine ganze Menge, die kaputt gehen kann. Und dann sollte man auch wissen, was dann zu tun ist. Mein persönliches Fazit zu Fräsen ist, ich werde mir sowas nicht anschaffen, weil ich A, nicht mal den Platz dafür habe und B, meiner Meinung nach sowas nur dann verwendet werden sollte oder ich möchte sowas nur verwenden, wenn man ein Stück Ackerland neu anlegt. Meine Beete, die ich hier habe, da bin ich so schnell mit meiner Broadfork drüber, da brauche ich gar keine Fräse. Die geht auch wesentlich tiefer, wendet die Bodenschichten nicht. Aber wie gesagt, man sollte sich auch nicht davor scheuen, sowas einzusetzen, wenn man wirklich Probleme mit dem Boden hat. Mieten ist immer für die meisten Hobbyleute die bessere Alternative vor dem Kauf. Und wenn man sich nicht zutraut, damit umzugehen, dann fragt einfach mal Profis, was es kosten würde, wenn die das für euch machen würden. Auch so kann man sehr viel Zeit und Geld sparen. Dann gibt es ja noch die Situation, die nicht wie bei mir ist, wo ihr wirklich Wildwuchs habt, sondern Rasenfläche, die ihr in Beete umwandeln wollt. Da habe ich schon mal ein Video zugemacht, auch da damals händig gemacht mit dem Spaten flach abtragen. Das ist die manuelle Methode. Es gibt eine Maschine, die kann man sich für ca. 100 Euro am Tag mieten. Das ist ein sogenannter Grassodenschneider. Auch das müsst ihr euch zeigen lassen, aber das spart euch wirklich einiges an Arbeit. Dann ein paar Worte zu Häckslern. Gilt eigentlich dasselbe wie für die Fräsen. Auch die sind schwer. Kann man kaufen, kann man mieten. Wichtig ist, hier gibt es
grob zwei verschiedene Bauarten. Einmal einen Messerhäcksler und einen Walzenhäcksler. So ein Messerhäcksler ist gut für frisches Material, für kleines Material. Der verstopft auch nicht so schnell, ist allerdings sehr laut. Gibt es aber schon recht günstig. Dann gibt es Walzenhäcksler. Das ist so ein Gerät, wie es gestern hier zum Einsatz kam. Da können dann schon größere Holzstücke rein, Äste, teilweise sogar Stämme, je nachdem, was für ein Modell, muss man sich dann informieren. Das Material, was da rauskam, habe ich für meinen Mittenweg verwendet. Allgemein sagt man, dass sich das Material aus einem Walzenhäcksler eher fürs Kompostieren eignet, weil es zerquetscht wird und eine größere Oberfläche hat. Das aus einem Messerhäcksler eher fürs Mulchen. Aber egal, ob Häcksler oder Fräse, achtet auf jeden Fall auf die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen wie Augenschutz, Gehörschutz und so weiter. Normalerweise bei kleineren Sachen bin ich da persönlich nicht so pingelig. Bei solchen Sachen sehe ich sowas vollkommen ein. Wer jetzt allerdings glaubt, nach so einem Fräsdurchgang kann man das jetzt hier als fertiges Gemüsebeet verwenden, da muss ich euch enttäuschen. Es sei denn, das war vorher schon ein Beet und ihr habt die Fräse nur zum Lockern verwendet. Hier muss jetzt noch einiges an Arbeit reingesteckt werden. Zeitaufwendige Arbeit, aber nicht so schwere Arbeit, denn hier ist einiges an Wurzelstücken noch drin von den Brombeeren, von den Brennnesseln. Und die würden fast alle wieder aufgehen. Deshalb heißt es jetzt, das Ganze absammeln. Wenn ich damit fertig bin, beziehungsweise das wird ein laufender Prozess, sobald irgendwas, was ich übersehen habe, dann keimt, direkt raus damit. Aber gestern die Fräse war auf ungefähr 8 cm Tiefe eingestellt. Das reicht mir natürlich nicht. Jetzt kommt meine Broadfork zum Einsatz. Und der Einsatz hiervon ist jetzt schon mal wesentlich einfacher als vorher in diesem verwurzelten, verdichteten Boden. Und wenn einige Leute von euch mich mit der Broadfork sehen und sagen, ja, so verwendet man ja gar keine Broadfork, die soll man ja nur so ein Stück runter und nicht so, wie ich das mache, so ein ganzes Stück runter, weil es ja eben rückenschonend sein soll, habt ihr recht, aber auch das gilt für ein Beet, was eigentlich schon fertig ist, was man im letzten Jahr schon gelockert hatte. So ein Beet, was in der Tiefe noch hart ist, da kann man auch schon mal ein bisschen tiefer mit runter. Jedenfalls mache ich das so. Es wird nichts gewendet, sondern nur wirklich sehr tiefgründig aufgelockert. Die Beete, die hier entstehen, werden alle 75 cm groß. Vor einem Jahr noch habe ich mir Beete auf 60 oder 1,20 angelegt, weil das hier sind 60 cm Breite, aber im Market Gardening Bereich, also kleine Gärtnereien, die verwenden auch 75er Beete, weil an den Rändern die 7,5 cm auch mit einer 60er Broadfork mitgelockert werden und die Wege, die dazwischen kommen, werden dann nicht mit angehoben oder sowas. Das heißt, jedes Jahr sehr viel Arbeit gespart bei sehr wenig Maschineneinsatz. Also eine Fräse werde ich dann nicht mehr brauchen. Der Boden ist jetzt eigentlich noch zu nass. Das ist jetzt nur mal exemplarisch hier. Da werde ich wohl noch so 2 Wochen warten. Es regnet ja ständig. Und wenn der dann abgetrocknet ist, geht das auch noch mal ein ganzes Stück leichter. Ihr habt gesehen, es ist auch ohne Bagger oder irgendwelche schweren Baumaschinen möglich, so einen komplett verwilderten Garten in Ackerland umzuwandeln. Jedenfalls, wenn der Boden stimmt, habt ihr hier nur Schutt, dann solltet ihr das vielleicht wirklich mal wegräumen und durch Erde ersetzen. Aber so geht das auf jeden Fall und da muss man auch keine ganze Saison warten, wenn man bereit ist, ein bisschen Arbeit abzugeben. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann abonniert ihn doch einfach, weil ich denke, auf diesem Stück werden einige spannende Sachen dieses Jahr passieren. Nicht nur hier, sondern auch da hinten. Ganz viele Pläne, auch mit Bewässerung und so weiter und so weiter. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich werde jetzt weiterarbeiten, hoffen, dass der Orkan nicht so schlimm wird. Heute ist Mittwoch, der soll ja jetzt erst noch kommen. Und
sage wie immer, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, zum Beispiel eure Erfahrungen, eure Methoden, wie ihr so einem Stück zu Leibe rücken würdet. Und dann, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.